Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pygame Tutorial auf meinem Kanal. Ich habe wieder was Duftes für dich vorbereitet und zwar möchte ich dir wieder eine neue Methode vorstellen, nämlich die Pygame Transform Flip Methode und ich werde daraus ein schönes, nettes Programm machen, das dir hoffentlich auch als Inspiration dienen wird. So, du kannst hier alle meine Videos rauspicken aus meiner Python-Playlist und sie dir einzeln anschauen. Du kannst auch die Python-Playlist einfach durchlaufen lassen. Mach es so, wie es dir recht ist. So, ich halte jetzt die Vorrede kurz und lege sofort los mit dem Coden und importiere jetzt die ganzen Module und so weiter und so fort. Also erstmal das Pygame-Modul, Sys-Modul, und die Zeilen 5 und 6 dienen dazu, dass ich hier Variablen anlege. Einmal die FBS-Variable und Clock-Variable. Clock ist ein Verweis auf die Methode Clock des Time-Moduls und ich werde diese beiden Variablen später dafür nutzen, um das Game auf 60 Frames pro Sekunde zu setzen. Aber wie gesagt, wenn du schon einige Videos gesehen hast, das ist ja bei mir Standard, dass ich diese Dateien eben ja, von Scratch an oder von Null an programmiere. Also ich erkläre das auch immer wieder und so, dass die Leute, die zum ersten Mal ein Video von mir sehen, das auch ja, mitbekommen. Aber ich werde auch nicht alles erklären, denn wie gesagt, falls dir einiges fehlen sollte und falls einiges hier nicht so erklärt sein sollte, dann sollst du wissen, ich habe alles in vorangegangenen Videos ausführlicher erklärt. Wie gesagt, schau dir die Videos an, die ich bisher hochgeladen habe. Es geht hier weiter und zwar möchte ich Farben definieren. So. Ich schlage vor, ich tippe erstmal, schreibe ein paar Zeilen Code und dann sage ich ein paar Tacken dazu. Ne? Ja, okay. So, Pygame Color. So, also das hier, das hatte ich in dem Video erklärt, das hier diesem Tutorial unmittelbar vorangegangen ist. Und zwar gibt es ja in Pygame ja Farben oder Farbnamen, auf die du zugreifen kannst, vordefinierte Farben und die befinden sich hier in dieser entsprechenden Liste, die über die Items-Methode eben zurückgegeben wird. Und hier greife ich mit Item 0, also mit dem Index 0, auf das erste Element des entsprechenden Wertes zu. Und das ist der reine Farbname. Also bitte, ich werde das jetzt nicht in der Ausführlichkeit erklären, wie ich es in dem vorangegangenen Tutorial gemacht habe, das vor 14 Tagen rausgekommen ist. Ich bringe ja momentan alle 14 Tage ein Video raus. Das war lange Zeit wöchentlich. Irgendwann werde ich wieder dazu übergehen, ja öfter eben Videos zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, vor 14 Tagen habe ich eben ein eigenes Tutorial gerade zu diesen Zeilen 10 bis 12 gemacht. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich eine Liste voll mit Farben und jetzt werde ich noch einige
oder zwei extra Farben definieren. Einmal die Farbe Schwarz. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen keine richtige Farbe, ne? Sondern es ist einfach nur Schwarz. So, Schwarz und Weiß. So, okay, da haben wir die Farben, das Game-Fenster. Okay, und einen Titel brauchen wir, ne? Pygame. Set Caption und ich sag mal Dancing Queen. Na, dann lass dich mal überraschen, was gleich kommen wird. Okay. Was wir noch benötigen werden, ist Musik. Ja, genau, Musik. Und dafür gibt es das Mixer-Modul, das Pygame-Mixer-Modul muss auch initialisiert werden. Und hier habe ich in meinem Projektordner eine Sounddatei Dancing Queen OGG, genau. Bei Game Mixer Music Play. Und dieser Methode übergebe ich den Wert minus 1. Das bedeutet also, dass diese Sounddatei immer und immer wieder in einer Endlosschleife abgespielt werden wird, wenn man denn ja das eben so lange laufen lassen möchte. Ne? Gut, okay, jetzt die Main-Methode. Zunächst einmal ein paar Variablen. Ja, Count sollte 0 sein und Index 0. Du wirst gleich sehen, wofür ich die Variablen verwenden werde. Ne, das ist auch falsch. While true. Ich mache jetzt die Game-Schleife. So, also die Eventschleife, die lauert darauf, dass der User das Programm wieder beenden möchte. Also auch diese Vorschleife, die habe ich ja unzählige Male erklärt. So. Okay, und weiter hier. Das Game soll eine Hintergrundfarbe bekommen und zwar weiß, ne? Ja, eine schöne Funktion, nützt ja nichts, wenn wir sie nicht aufrufen. Mache ich mit den Zeilen 44 und 45. Mal einen kleinen Blick drauf werfen. Ja, schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Erstmal. Ja, super. Passt. Passt auch sehr gut. So. Und das Gamefenster soll auch einen Rahmen bekommen. Game Direct und ja, die Farbe des Rects
Und das entsprechende weckt also zunächst mal x- und y-Werte, Position, dann die Breite, entspricht der Breite des gesamten Fensters, und die Höhe entspricht auch der Höhe des gesamten Fensters. Allerdings soll das kein Rect sein, das ausgefüllt wird, sondern es soll einen Rahmen bilden. Ne? Und den Rahmen, beziehungsweise die Rahmendicke, die lege ich jetzt mal fest mit 30 Pixel hier. Okay, so. Index, also, ja, das ist die Farbe des Rects, und ich möchte, dass sich diese Farbe ja immer wieder ändert. Und du siehst ja hier, dass ich mit dem Index eben genau auf die All Colors Liste hier zugreife, die ich in der Zeile 9 definiert habe und die ich in den Zeilen 10 bis 12 eben mit Farben gefüllt habe. So. Gut. Und damit sich die Farbe des Vectors auch schön ändert und das einen tollen Effekt gibt, mache ich jetzt Folgendes. Und zwar count okay. Ja, also zweimal pro Sekunde wird sich die Farbe dieses Vektors auch ändern. Zumindest ist das hier die Absicht. Und ob das auch so klappt, das sehen wir jetzt, wenn ich das Programm nochmal ausführe. Ja, super. Okay, super, passt. So, und jetzt, ja, der nächste Schritt. Ich lade zunächst einmal ein Bild, und das mache ich hier in der Main-Methode. PyGameImage Load. Das Bild wird konvertiert. So, und dann will ich es auch auf eine Größe bringen, die auch passt, und zwar ja. PyGame Transform Scale. Die neue Größe soll sein 400 und 720. Ich hoffe, das kommt hin. Dann brauchen wir noch einen Rect. Und dieses Vect bzw. das Image wollen wir natürlich auch positionieren. Das soll letztlich ja genau in der Bildschirmmitte angezeigt werden. Also Vect.center, genau. Das ist gut, und ja, dann schauen wir mal. Dann wollen wir es auch mal darstellen, und zwar mit der Blit-Methode, WinBlit. Übergeben wir das Image und das dazugehörende Rect. Nochmal ausführen nach dieser Änderung. So, und jetzt
Ja, prima. Noch eine kleine Feinheit, die füge ich jetzt hinzu. Und dabei werde ich eben die Pygame Transform Flip Methode anwenden. Und zwar hier, ja, innerhalb dieser If-Abfrage hier genau. Und das sieht dann wie folgt aus. Image ist gleich Pygame Transform Flip. Und der erste Wert, ja, das ist das Image natürlich. Und jetzt kommen zwei boolsche Werte. Und der erste Wert, ja, der besagt, ob man das ja, Bild eben vertikal eben spiegeln möchte oder horizontal. Ich mache es einfach mal, bevor ich jetzt hier quatsche, ne? Also, das ist der erste Wert hier, ne? Den ersten Wert setze ich jetzt auf True. Du wirst es ja mal sehen, wie es jetzt eben wirken wird. Also, die Transform Flip Methode, erster Parameter bzw. erstes Argument, das Image. Und jetzt habe ich den ersten Wert auf True gesetzt. Der zweite bleibt erstmal auf False. Ausführen. Und dann siehst du ja, dass sich ja das Bild entlang der Y-Achse spiegelt. Also es ist eine horizontale Spiegelung. Und wenn ich auch den zweiten Wert auf True setze, dann sieht das wie folgt aus. Ich finde, das ist auch ein netter Effekt, aber ich will den zweiten Wert mal auf False belassen. Und ja, ich meine, das ist eigentlich schon alles. So einfach ist das. Und du siehst ja, was du alles mit einer einzigen Methode hier erreichen kannst. Und wenn du Sound einbettest, wenn du ja deinen Ideen mal freien Lauf lässt, dann bin ich ganz fest überzeugt, dass du ja fantastische Programme hinbekommen wirst. Wie gesagt, ich lade alle Videos in die Python Playlist. Also schau dir die Videos an. Natürlich geht es auch darum, dass du lernst und dass du eben die Inhalte verinnerlichst, die ich dir in meinen Videos, in meinen Tutorials präsentiere. Aber auf der anderen Seite, ja, sollen diese Tutorials auch eine Anregung und eine Inspiration für dich sein, deine eigene Suppe zu kochen, also deine eigenen Programme zu erstellen. So, und bevor ich das Programm jetzt letztmalig ausführe und du ja eine gewisse Weile noch die Musik und das Game hier die Effekte genießen kannst, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Es hat mir eine große Freude bereitet, das hier für dich aufzunehmen. Und ich hoffe auch, dass du deine Freude gehabt hast, mit mir zusammen durch dieses Tutorial zu gehen. Abonniere den Kanal und klicke auch auf die Glocke. Wofür ist die Glocke da? Ja, richtig, damit du von YouTube eine Benachrichtigung bekommst, sobald ich was Neues für dich veröffentlicht habe. Daumen hoch ist natürlich immer eine dufte Rückmeldung, über die ich mich sehr freue. Und darüber hinaus kannst du diesen Kanal gerne unterstützen, indem du all den Menschen, die dir nahestehen und von denen du dir vorstellen kannst, dass sie auch Freude hätten, ja, Spiele zu programmieren, wenn du denen eben einen Link sendest, einen Link schickst zu meinem YouTube-Kanal, zu diesem YouTube-Kanal oder wenn du meine Videos auch auf den sozialen Plattformen teilst und in Gruppen vorstellst, auf denen du unterwegs bist. Das wäre eine tolle Unterstützung für diesen Kanal und ja, je mehr Leute wir sind, desto spannender wird das hier auch werden, ne? Jetzt sage ich Tschüss und Bye Bye und wie gesagt, ich führe es jetzt nochmal aus und dann kannst du das Ganze nochmal schön und genüsslich auf dich einwirken lassen. Bis dann.
Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.